Hallo, liebe Tierfreunde. Sicher hat der eine oder andere von euch auch ein Haustier. Ein Hund, eine Katze oder eine Maus, ein Vogel, ein Löwe oder ich glaube, den Löwen, den lassen wir lieber im Zoo oder noch besser in Freiheit, wo er hingehört, nach Afrika. Ja, diese Geschichte hier handelt von einem Hund, einem sehr alten Hund. Aber in seiner Jugend hat er schon so viel Abenteuer erlebt, dass man eigentlich ja einfach ein Buch darüber schreiben musste. Ja? Aus seiner Sicht, mit seinen Worten, versuche ich nun als Vorleser diese Geschichte zu erzählen, die er erlebt hat. Nun, am Anfang bricht er von zu Hause aus, weil er mit seinem Herrchen Stress hat. Warum, wird er ja noch erleben, noch erfahren. Dann trifft er auf eine Katze, ja, mit der er sich zusammenraufen muss. Dann kommen Tierfänger, die die beiden fangen und in ein Labor sperren, Experimente. Aber halt, ich will gar nicht zu viel verraten. Das werdet ihr alles nach und nach erfahren. Denn das wäre Blödsinn, jetzt alles zu erzählen, weil da noch unendlich viel passiert. Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende und aufregende Geschichte. Und das Buch heißt Bello und das Experiment. Wir wollen mal hören, wie es losgeht. Und wenn ihr Lust habt, ne, werdet ihr auch die anderen Kapitel noch hören, wenn ihr Spaß daran habt. Ja, bitte habt ein bisschen Geduld mit mir. Das ist meine erste Vorlesung überhaupt. Und ich lese hier, ist mein Computer gleich hier vorne. Darum gucke ich auch da ein bisschen hin, um euch das vorzulesen. Versuche, die Stimme zu verändern, so wie es geht, für Hund, Katze und so weiter. Und am besten fange ich mal an. Okay. Also, Bello, das Experiment. Hallo! Hi! Grüß dich, lieber Leser. So viel Zeit muss sein. Willkommen in meiner Geschichte voller Haare und Fell. Gestatten, mein Name ist Bello. Und ich bin ein Hund. Was auch sonst bei so einem Namen? Einfach Bello. Denn Hunde haben ja bekanntlich keinen Nachnamen. Außer die von und zu, die sogenannten Adligen. Ich habe mal gehört, die sitzen mit Schleife und toupierten Haaren im goldenen Käfig und lassen sich verwöhnen. Tja, pfui, darauf kann ich gut und gerne verzichten. Ich bin doch ein Hund und kein Mensch. Aber wirklich. Arme Köter, sage ich nur, die so etwas über sich ergehen lassen müssen. Also ich bin lieber frei. Wo wir auch schon mitten in meiner Geschichte wären. Aber fangen wir ganz von vorne an. Gott schuf Himmel und Erde. Nein, das war lange vor meiner Zeit. Und sollte eigentlich auch nur ein Witz sein. Was aber nicht heißen soll, dass Gott nicht Himmel und Erde erschaffen hat. Entschuldige. Ich komme vom Thema ab. Also, mein Name ist Bello. Da war ich schon. Richtig. Ich lebte nicht weit von hier in einer Kleinstadt, die aber immer noch groß genug war, um sich darin zu verlaufen. Natürlich nicht für uns Hunde und den anderen Tieren. Mein Spürsinn ist übrigens, ohne zu übertreiben, einzigartig und hundertprozentig ausgelotet, wenn du verstehst, was ich meine. Nur bei meinem Herrchen, auch Chef genannt, bin ich mir nicht immer so ganz sicher. Na, egal. Auf jeden Fall lebe ich mit ihm. Oder besser gesagt, er mit mir. Schätze mal, ohne mich wäre er schon längst nicht mehr. Verstehe mich bitte nicht falsch, aber erst gestern wollte er doch glatt bei Rot über die Straße gehen. Ha, ja. Zum Glück war ich ja bei ihm und habe mich extrem dagegen gewehrt, mich vor einem 16-Tonner überrollen zu lassen. Er versteht, riesiger, langer LKW. Mensch, Mensch, sage ich nur, wie kann man so leichtsinnig sein? Na, wenn das schon alles wäre. Kaum, dass wir vor der Tür sind, hält er auch schon das komische Ding
ans Ohr. Handy heißt es, glaube ich. Ständig spricht er da hinein oder tippt darauf herum, ohne seine Umgebung wahrzunehmen. Da ist es nun wirklich kein Wunder, dass er noch immer kein Weibchen, Frauchen gefunden hat. Du glaubst ja gar nicht, wie anstrengend es sein kann, ständig auf so ein Herrchen aufzupassen. Schließlich muss man ja auch als Hund mal seinen Geschäften nachkommen, wenn du verstehst, was ich meine, nicht wahr? Auch in meinem Revier ist immer was los. Fremde Hunde, Katzen und manche Rotznasen von Kindern, die einem das Leben auch oft nicht leichter machen. Dabei können sie doch echt froh sein, dass sie in meinem Revier geduldet sind, nicht wahr? Besonders der blöde Hund von gegenüber. Ich sag jetzt nicht, nein, was für eine Rasse er ist. Denn sie sind nicht alle so, nein. Auf jeden Fall fängt er langsam an, mich zu nerven. Und das will schon was heißen, denn so schnell bringt mich keiner aus der Ruhe. Pinkelt er doch jeden Morgen an meinen Lieblingsbaum vor dem Haus. Auch alles Bellen und Knurren half nichts. Und wie er dabei die Augen verdrehte und mich angrinste. Kurz darauf zeigte ich ihm meine Reaktion. Beißen konnte ich ihn nicht. Hing ja genau wie er an der Leine und außerdem völlig unter meinem Niveau. Sein Frauchen fuhr einen tollen Flitzer. Echt cool. Besonders die breiten Reifen hatten es mir angetan. Aber irgendetwas fehlte. Am nächsten Morgen wusste ich auch, was es war. Die besondere Note. Ich zog mein Herrchen ganz sanft in die Richtung des Flitzers. Dann blieb ich stehen und verspürte plötzlich einen Drang, dem ich einfach nicht mehr stand und halten konnte. So gab ich nach und tat das, was ich notgedrungen tun musste. Just in dem Moment vernahm ich ein lautes Bellen hinter mir. Na, so ein Zufall. Der Hund von gegenüber war hinter mir aufgetaucht. Ich verdrehte diesmal die Augen und grinste ihn an. Ein schönes Auto hat dein Frauchen, sagte ich anerkennend. Besonders die Reifen, einfach zum Anpinkeln schön. Er bellte noch lauter und zog wie verrückt an seiner Leine. Doch weder sein Frauchen noch mein Herrchen hatten von meiner Tat was mitbekommen. Ja, typisch, ne? Ich gebe zu, manchmal sind Handys doch für was gut. Jeden Morgen ging ich nun mit meinem Herrchen an den wunderschönen Flitzer vorbei. Ja, ein bisschen stolz machte es mich schon. Denn schließlich trug der eine Reifen eine ganz besondere Note. Ach ja, und noch was. Es hatte sogar den Vorteil, dass ich mein Revier in ungeahnte Weiten ausbreiten konnte. Tja, aber genug jetzt von meinen kleinen Problemen. Denn eines Tages geschah etwas, das mein Leben total auf den Kopf stellen sollte. Es muss nun so ungefähr 2 Jahre her sein, denn mit Zahlen und Jahreszeiten habe ich es nicht so. Doch Winter konnte es auf keinen Fall sein. Dafür war es viel zu warm. Und das weiße Zeug lag auch nicht herum. Herbst und Frühling waren es sicher auch nicht. Dann blieb eigentlich nur noch, genau, der Sommer übrig. Ja, ich glaube, es muss Sommer gewesen sein. Oh mein Gott, ja! Jetzt erinnere ich mich noch ganz genau. Es war der Sommer vor 2 Jahren. Oder 3 oder 4? Wo war ich stehen geblieben? Ich spreche wirklich nicht gerne darüber und hoffe, du erzählst es niemandem weiter, lieber Leser. Es war ein wunderschöner Tag, der eigentlich überhaupt nicht mehr schöner werden konnte. Die Sonne schien und ich genoss die Freiheit auf dem Hundeplatz.
flirtete mit der einen oder anderen Hundedame herum, die auch mit ihren Herrchen und Frauchen da waren, und diskutierte mit ihnen über die Weltlage. Am späten Nachmittag ging ich mit meinem Herrchen wieder nach Hause. Doch eins war komisch. Denn mein Herrchen redete mit einem anderen Hundebesitzer über mich. Er tat wirklich sehr geheimnisvoll. Denn ich konnte ihn kaum verstehen. Aber ich passte auf und wollte es unbedingt herausbekommen. Die verrücktesten Gedanken schossen mir durch den Kopf. Vielleicht hatte er vor, mich loszuwerden. Oder wegzugeben? Nein, das würde er niemals tun. Andererseits, wer weiß schon, was in dem Kopf eines Menschen vor sich geht. Die ticken doch ganz anders als wir. Schließlich lag ich erschöpft unter dem Tisch in der Stube, als plötzlich das Handy meines Herrchens schrillte. Ich lauschte und hörte Unglaubliches. »Hallo, Herr Doktor«, sagte mein Herrchen in sein Handy. »Oh, Schreck«, dachte ich. »Ist mein Herrchen etwa krank?« Doch dann verlief das Gespräch in eine ganz andere Richtung. »Aber sagten Sie nicht, der Termin wäre erst nächste Woche?« Kurze Pause. »Na gut, wenn es nicht anders geht.« »Nein, ich meine, in Ordnung.« »Einverstanden.« »Und nüchtern soll er kommen?« »Natürlich.« »Was war das denn für eine Redensweise? Wer sollte nüchtern kommen? Wir wurden doch allein.« Ich lauschte weiter und traute meinen Ohren kaum. »Eine Frage hätte ich da noch, Herr Doktor. Wie teuer ist die Operation? Ich meine die Kastration.« Ich fuhr entsetzt unter dem Tisch hoch und schlug mit dem Kopf gegen den Tisch. Oh, Kastration! Ich wusste ganz genau, was das bedeutete. Ich bin ja nicht blöd. Und da wir beide männlich waren und er ganz sicher nicht von sich sprach, konnte das nur eins bedeuten. Er stand vor mir und ich blickte zu ihm hoch. Ein verlegenes Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit, als er mich ansah. Sagen Sie, Herr Doktor, flüsterte er ins Handy und wandte sich von mir ab. Glauben Sie, die Hunde wissen, was ihnen bevorsteht? Kurze Pause. Dann hellte sich sein Gesicht auf. Völlig ahnungslos, meinen Sie? Ach, na dann bin ich ja beruhigt. Also dann bis morgen um 9 Uhr. Mein Herrchen drehte sich wieder zu mir und lächelte mich scheinheilig an. Ich und ahnungslos, das war wohl ein Witz. Ich fixierte ihn genau und sah es in seinen Augen. Er war schuldig. Wie konnte er mir nur so etwas antun? Das heißt, noch hatte er es ja nicht. Und wenn es nach mir geht, wird er es auch nicht. Das war's also. Aus und vorbei. Ich war echt enttäuscht von diesem Menschen. Wie oft hatte ich ihm das Leben gerettet? Und das war nun der Dank. Doch nun hieß es, meine Flucht zu planen und meine Haut zu retten. Punkt. Ja, liebe Leser, das war das erste Kapitel. Und wenn ihr Lust habt, gerne auch ein zweites und drittes und viertes, denn das Buch, die Geschichte ist schon längst geschrieben, das Abenteuer ist schon, ja, in vollen Zügen. Also, bis dann, euer Jan-Paul.